Irgendwo im Norden Englands, wo sich die Schafe gute Nacht sagen, in einem kleinen Häuschen im schönen Yorkshire-Land kann man ihn manchmal antreffen. Den Mann mit der Gitarre und der rockig-rauchigen Stimme. '53 ist er jetzt auch schon mittlerweile. Doch mit seinem inzwischen 16. Soloalbum frisch auf dem Markt ist Chris Norman weit davon entfernt, ans Aufhören auch nur zu denken. Manchmal ist Chris in der alten Heimat unterwegs. Freunde und Verwandte besuchen oder beim Einkaufsbummel mit Ehefrau Linda und der jüngsten Tochter Susan im idyllischen Örtchen Skipton. Da kommen Erinnerungen auf, so wie bei manchem Fan bei diesen Klängen. Wir tourten dort, bevor wir irgendwo sonst auf Tournee gingen, viele, viele Wochen lang. Und vor allem auch in kleineren Städten. Statt in Köln spielten wir in Bochum oder Wuppertal. Und ich glaube, so ist da damals eine richtige Fangemeinde entstanden. Ein bisschen entgegen der gängigen Vorstellung von einem Rockstar ist Chris Norman ein Familienmensch, durch und durch. Die Normans, eine sage und schreibe siebenköpfige glückliche Großfamilie, bis sie vor 2 Jahren der große Schicksalsschlag traf. Chris' ältester Sohn Brian verunglückte tödlich mit seinem Motorrad. Ein Geisterfahrer hatte ihn aus dem Leben gerissen. Von Anfang an musst du da versuchen, dich zusammenzureißen, nicht in Depressionen zu verfallen. Zum Wohl der restlichen Familie, denn sonst denken die, die Welt ist untergegangen. Natürlich dauert es eine Weile, es zu verarbeiten, doch so richtig kommt man eigentlich nie darüber hinweg. Manchmal greift Chris dann zu seiner alten Gitarre. Für ein paar Pfund hat er das gute Stück einst gebraucht gekauft und all die frühen großen Smokey-Hits darauf komponiert. Der Rock'n'Roll, er liegt ihm im Blut, das spürt man bis heute. Und er ist dankbar dafür, die Chance bekommen zu haben, mit dem Musikerdasein sein Leben zu gestalten. All diese Superstar-Sendungen, die es jetzt gibt, das ist schon okay. Denn heutzutage gibt es ja nicht mehr all die kleinen Hallen und Clubs, in denen wir damals spielen konnten. Deshalb kann ich niemand dafür verurteilen, es so zu versuchen. Wie willst du sonst beweisen, dass du Talent hast? Talent, das ist ihm in die Wiege gelegt worden. Mutter und Vater waren beide Künstler und Musiker. Doch damit eine Karriere so lange dauert wie die von Chris Norman, braucht es noch ein bisschen mehr. Eine gute Portion Durchhaltevermögen. Ich bin immer noch derselbe kleine Junge, der mit 15 zum ersten Mal zur Gitarre gegriffen hat. Und ganz bestimmt noch derselbe wie damals mit Smokey. So lange scheint mir, ist das gar nicht her. Chris Norman ist stets so geblieben, wie er eben ist. Und das ist wahrscheinlich das Geheimnis seines Erfolgs.